Seit den Morgenstunden protestieren die Bauern wie in ganz Sachsen auch im Vogtland gegen die Politik der Ampelregierung. Vielerorts im Vogtland gibt es Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Neben den offiziell angemeldeten Protesten entstehen auch immer wieder Spontandemos. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Ein größeres Verkehrschaos ist am Morgen im Berufsverkehr ausgeblieben. Viele Autofahrer und Berufstätige haben sich offenbar gut auf die Lage vorbereitet. Einige Unternehmen haben ihre Geschäfte heute auch geschlossen. Einige Auffahrten der A72 waren am Morgen teilweise abgeriegelt wie in Treuen, Plauen und Pirk. Große Resonanz gibt es auf einen Fahrzeugkorso von Adorf nach Plauen. Dieser sorgt in Plauen für zahlreiche Behinderungen. Der Straßenbahnverkehr und Stadtbusverkehr in Plauen ist bis auf Weiteres komplett eingestellt. Korsos gab es ebenfalls bereits im Raum Klingenthal, Schöneck und Markneukirchen. Im Verlauf des Tages soll es noch einen Korso von Reichenbach nach Rodewisch geben. Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage im Vogtland blickt mit Sorge auf die Entwicklungen der Bauernproteste gegen die Kürzungen der Agrardieselsubvention und der Kfz-Steuerbefreiung von Landwirtschaftsmaschinen. Hintergrund ist die politische Unterwanderung der Aktionen. Die Freien Sachsen, der Dritte Weg und die Alternative für Deutschland rufen ebenfalls zum Protest auf. Mehr zur aktuellen Lage finden Sie auf spitzenstadt.de und am Abend bei Vogtland TV. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.